Einfach das Willkommen zu den Frauen am Brunnen, und das ist die Ausgabe Juli. Wir sind schon im Juli, ist das nicht Wahnsinn? 2019, und wir wollen zum dritten Mal über die Seele sprechen. Und diesmal, was lässt die Seele reifen? Wenn ihr die vorhergehenden Gespräche hören wollt, dann müsst ihr zu thewisdomfactory.net gehen, und dann unter Deutsch und Frauen am Brunnen findet ihr alles, was wir bislang gemacht haben. Denn die Frauen am Brunnen, wir machen das schon 3 Jahre, glaube ich, nicht, Monja? 3 oder vielleicht sogar schon 4. Es ist schon eine lange Zeit und wir haben schon viel Territorium abgegrast. So, heute die Seele und was sie reifen lässt. Ich bin Heidi Hörnlein und bin in Italien, und es gewittert gerade ganz fürchterlich. Insofern werde ich möglicherweise mehr das Wort euch überlassen. Ja, das war mein Check-in. Okay, checke ich in. Ich bin Monia aus Wien. Das Wetter hält gerade noch bei uns, aber es trübt sich auch schon ziemlich ein. Und die Frage, was die Seele reifen lässt, ist allein schon die Frage, reift die Seele? Berufen wir uns dazu sehr auf die Hasselmann-Theorien? Gibt es die Seele, die ewige Seele und die Inkarnationsseele? Also ich glaube, wir haben ein reiches Thema noch vor uns. Freut mich schon. Ja, ich komme von der ganz anderen Seite, aus dem Westen, Luxemburg hier. Scheint alles Regen schon vorüber zu sein. Jedenfalls hier sieht es schön hell aus mit der Sonne, mit ein bisschen Sonne. Mich hat das Thema jetzt Seele reifen, das ist für mich auch gerade überhaupt nicht greifbar, weil der Begriff Seele so schwierig oder so unterschiedlich definiert wird. Ja. Und ja, worüber wir jetzt letztendlich reden werden, da bin ich sehr gespannt darauf, was wir jetzt mit dieser Seele, die reifen soll oder kann, machen werden. Ja, ich heiße Daniela, ich lebe in Fürth bei Nürnberg im Süden von Deutschland und auch sehr im Osten. Scheinbar kommt das Gewitter hier noch, zumindest ist es etwas dunkel, wie ich in meinem Gesicht gerade sehe. Das hat, hoffe ich, nicht mit dem Thema zu tun, denn Reifen der Seele erscheint mir, auch wenn ich nicht weiß, was wir heute im Gespräch bewegen, als eine große Herausforderung. Das Reifen als solches. Aber auch als großes Geschenk. So bin ich heute hier und freue mich auf unser Gespräch. Ja, schön. Mir ist dazu eingefallen, als ich drüber nachdachte, ein bisschen mehr. Wir sprechen doch im Allgemeinen von Psychologen als die Seelenclowns, ne? Also irgendwie im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man offenbar unter Seele die Psyche. Wir haben in den letzten Malen ja ganz andere Definitionen auch gehabt. Aber wenn ich die Seele als Psyche sehe, dann ist es eigentlich relativ einfach. Für mich jedenfalls, was Seele reifen bedeutet. Das heißt, aufwachsen, ja. Also, was die Monjas Lieblingswort ist, Schattenarbeit machen, und, und dann werden wir schon langsam als Persönlichkeit oder als Mensch reifen. Und ist es dann die Seele, die reift, oder sind das wir in dieser Inkarnation, die reifen? Also ich habe schon auch, würde ich jetzt mal sagen, im Christlichen oder was ich im Katholischen unter Seele ist das nicht gleichzusetzen mit der Persönlichkeit oder mit der Psyche eben, sondern ist es schon etwas eher so das höchste Selbst, das höhere Selbst, was irgendwie noch was anderes ist. Wenn wir es einfach gleichsetzen, ja, mit Psyche, ja, dann ist es einfach zu sagen, was Seele reifen lässt. Wenn es etwas anderes ist, dann kann wirklich, ja, da muss es auch nicht nur Schattenarbeit sein, was die Seele reifen lässt, sondern dann ist wirklich jede Erfahrung, egal wie und egal was, kann dann dazu führen, dass die Seele reift, dass die Seele, die irgendwie
die irgendwie näher an der Evolution dran ist oder auf eine ganz andere Art und Weise an der Evolution drin ist, einen ganz noch mal einen anderen Platz in der Evolution hat als ich als Mensch mit meiner Psyche. Könntest du, weil du bist ja am besten darüber informiert, die Theorie oder hat die Warda Haselmann eine Theorie, was die Seele reifen lässt? Weil die, oder ist es automatisch, dass du eben das ist ja dieser 7er-Zyklus, also dass du automatisch von junger Seele zu reifer Seele zu alter Seele wächst im Lauf der Inkarnationen? Oder wäre das zu kurz gefasst, um dem gerecht zu werden? Ich höre es schon ein bisschen so, bei der Theorie von Warda Haselmann höre ich es ein bisschen so, dass man so ein bisschen, aber man reift halt mit mehr Leid oder mit weniger Leid und ist immer ist trotzdem da so eine Komponente, die nicht greifbar ist, ist immer dabei. Für mich ist schon nicht greifbar, was Reifen der Seele bedeutet. Wohin soll sie reifen? Was ist eine unreife Seele? Was ist eine reife Seele? Steckt für mich die Frage dahinter, gibt es Evolution oder gibt es keine Evolution? Wenn es Evolution gibt, dann muss es auch ein Reifen geben vom Bewusstsein. Und Mensch und Seele ist halt eine Ebene, wo Evolution geschehen kann und Bewusstsein sich entwickeln kann. Sollten wir vielleicht Begriffe klären? Also der Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Seele und Psyche und Persönlichkeit und Geist und höheres Selbst. Ja, das sind viele Begriffe. Ja, sehr wichtig, weil ich würde die Frage sonst verschieden beantworten, glaube ich, die du gerade gestellt hast, Heidi. Gut. Welche Begrifflichkeiten? Wie würdest du die Frage beantworten, wenn du es verschieden machst? Kannst du das mal? Ich überlege gerade. Für alles glaube ich nicht. Also für mich ist Seele ungleich Psyche. Und es gibt dennoch einen Zusammenhang, und zwar insofern, als ich, also wenn wir jetzt von Inkarnationen ausgehen oder auch nicht, in meinem jetzigen Leben natürlich meine Psyche einen sich entwickelt und gleichzeitig mich fordert. Und die Frage ist, was sorgt dafür, dass dies geschieht? Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Seele wie einen Ausdruck sucht. Und ich kann aber nicht sagen, wie es zusammenhängt. Ich weiß, es gibt verschiedene Definitionen. Für mich ist irgendwo ein Zusammenhang und doch ist es nicht dasselbe. Sondern es ist wie eine Wirkung aufeinander. Ich bin aber neugierig, wie die anderen das sehen. Könnte es sein, dass die Seele in der menschlichen Psyche versucht, sich auszudrücken und ihren Zug sozusagen in die Zukunft wahrnimmt und sozusagen aber den Menschen dann die Wahl überlässt, gehe ich damit oder gehe ich nicht damit? Also schaffe ich das, damit zu gehen oder nicht? Weiß ich jetzt nicht, aber es könnte sein. Denn ich gehe davon aus, dass eigentlich die Seele stark ist, selbst wenn die Psyche schwach ist. Also das stelle mir nicht vor, dass es eine schwache Seele gibt, sondern dass die Seele immer ruft und dann wir sehen, ob wir kommen oder nicht, so ein bisschen in der Richtung. Für mich ist Seele eben auch von da so eine andere Dimension, wie unser Denken von linearer Entwicklung oder wie auch immer,
Seelenaufgabe ist für mich dann ein Thema oder Seelen, ja, was die Seele durch mich oder durch jeden ins Leben bringen will. Das ist dann für mich die Frage. Und wenn ich dann so um mich gucke, alle Menschen, das scheint so unterschiedlich zu sein. Das ist so unterschiedlich, ne? Was ist so unterschiedlich? Eine Seelenaufgabe oder was die Seele durch einen ins Leben bringt. Durch Leben ins Leben bringt oder und vielleicht auch ins Leben bringen will. Dass der Barometer oder das, woran es man sieht, ob man dran ist an dem richtigen Flow von der Seele, dass das sich daran messen lässt, ob man glücklich und zufrieden ist oder ob das Leben sinnvoll ist oder ob das Leben als sinnvoll erlebt wird. Glaubst du wirklich, dass Glücklichsein die Seele bestätigt? Eher Sinn, also ob es sinnvoll ist. Glücklichsein, ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Das sind die großen Fragen. Heidi, man hört dich sehr mit Echo. Ja, es tut mir leid, ich bin an der Na, komm näher ran. Halte ich den mehr an die Brust? Ja, siehst du, das ist besser, ja. Okay. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ups. Naja. Also für mich ist der Begriff Evolution, den Begriff Evolution mit der Seele zu verbinden, da habe ich irgendwie, da merke ich, da sträubt sich was bei mir. Ja. Kann aber nicht sagen, warum. Weil ich Evolution ja auf alles andere auch beziehe. Ja. Aber gerade bei der Seele merke ich, also ja, darum ist auch die Thematik, wie die Seele reift, eben doch, dass die Heidi mit den Seelenklempnern anfängt, wobei das natürlich, Seele für uns ist immer etwas Religiöses gewesen. Ja. Und die Psyche hatte ja wenig mit Religion zu tun. Also, Ich kann im Augenblick, wie gesagt, ich habe nur flüchtig in Erinnerung die Thesen der Wada Haselmann, aber sie überzeugen mich nicht hundertprozentig. Also das ist, weil ich vieles nicht auf mich, also ich habe da keine Resonanz zu manchen dieser Dingen, aber ich weiß, dass sie sehr viel Unterstützung und auch Sinn gibt, sagen wir mal so, weil du das Wort Sinn erwähnt hast. Welcher Sinn ist das? Also der Sinn, ist das der Sinn, was wir auch im Christlichen hoffen, dass wir durch das Leiden wachsen? Dass wir wachsen, aber nicht, dass das unbedingt durch Leiden sein muss. Der Mensch, das ist eher so ein Fehlentwicklung, wenn wir nur übers Leiden, ich weiß es nicht, wollte auch andere ganz anders sagen. Aber ich würde es einfach mal wachsen, dass wir wachsen, dass das der Sinn, das ist ja, wenn man an Evolution glaubt, dann heißt es ja wachsen. Ob das nun durch Leiden ist oder ob es mehr oder weniger elegant und vor sich geht, das ist dann wieder für jeden und in jedem Leben irgendwo unterschiedlich. Ich merke schon, wir müssen auch Evolution definieren. Ja. Weil für mich ist es nicht unbedingt wachsen, sondern es ist mehr Komplexität entwickeln. Ja. Das ist für mich Evolution. Ja, klar. Aber da bin ich Wilber geprägt natürlich. Ja, also, das gestehe ich offen ein und ich finde weiterhin halt eine gute Landkarte. Ja, wenn ich wachsen sage, dann meine ich auch mehr Komplexität, sich entwickeln und mehr umfassen und transzendieren, ja, immer wieder. Ne? Denn
Das ist schon eins der Grundprinzipien, die ich unter Evolution. Mehr Bewusstsein. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Seele was zu tun hat mit dem höheren Selbst. Was ist das höhere Selbst? Ja. Genau, das ist irgend so eine. Mein bestes Stück. Ja, die beste Version von dir. Ja, so. Irgendwas. Gut, dass du kein Mann bist. Marinowski. Aber gleichzeitig was Transzendentes. Das ist nicht unbedingt ich hier in Fleisch und Blut. Ne? Hm. Sondern irgend so was, auch wieder Spirituelles, würde ich sagen. So wie so dein Ausdruck als Engel oder irgend sowas, der alles weiß und alles kann und weise ist und dich führen kann. Es wird es so oft gesagt, frage dein höheres Selbst, was jetzt ansteht und so. Ne? Ich sehe das zwar dann wiederum nicht absolut, sondern vielleicht dann immer so drei Schritte vor mir. Ne? Aber wir schwimmen irgendwie total in Begriffen und was da möglich. Ich wage jetzt mal eine Theorie, also oder eine Begrifflichkeitsklärung, aber die ist meine eigene und vielleicht steht sie irgendwo, ich weiß es nicht. Wenn ich unterscheiden soll für mich zwischen dem höheren Selbst und der Seele, dann ist die Seele hat so eine etwas wie eine kleine Emotionalität, das höhere Selbst ist ganz frei von Anhaftung. Es hat eine klare Richtung, die durch mich hindurch wirken soll. Und wie du das vorher meintest, Marie-Rose, mit dem Glück und dem Sinn. Also ich habe den Eindruck, es erscheint mir, dass das, was ich gerade im Leben tue, in Harmonie mit meinem höheren Selbst ist, wenn es in einer ganz großen Leichtigkeit passiert, in einem Flow, aber in einer großen Klarheit, also nicht vernebelt, sondern sehr klar, sehr auf den Punkt und auch sehr, sehr offen und auf etwas ausgerichtet. Wenngleich ich das, auf was es ausgerichtet ist, nicht unbedingt weiß, als Daniela. Die Seele, wenn ich sie frage, was sie möchte, kommen manchmal auch Rückmeldungen, also zum Beispiel in der Selbsterforschung, Rückmeldungen, die emotionale Ausdrucksweisen wählen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Seele sowas hat wie ein Gefühl. Und ich könnte mir vorstellen, die Seele ist wie ein Mittler zwischen, also meine Seele ist wie ein Mittler zwischen dem höheren Selbst oder meinem höheren Selbst und meine Existenz hier, die dann auch die Psyche und so weiter umfasst. Keine Ahnung. Also könnt ihr ein bisschen nachvollziehen, was ich meine? So würde ich die Begrifflichkeiten reihen bei mir, in eine Reihenfolge bringen. Ich habe dazu ein Lied, glaube ich, einen Liedtext im Kopf. Meine Seele freut sich. Und freuen ist ja emotional. Also Für mich wäre die Reihenfolge wirklich genau umgekehrt, dass die Seele komplexer ist als das höhere Selbst. Das muss ich erst einsickern lassen. Dass die Seele auch... Ja, ich gehe halt schon, das stimmt, ich gehe schon sehr in Resonanz mit dem Modell von, mit dem Seelenmatrix-Modell von Wada Hasselmann. Und für mich persönlich in meinem Leben hat das sehr viel gebracht. Und ist das, ja, aber ich möchte es nicht verallgemeinern oder so. Ich möchte nicht, ich weiß nicht. Aber für mich hat das eine große Klarheit. Auch wenn es dann weitergeht in Richtung Seelenfamilie und dass Seele
dass Seele eben in sich inkarniert und zwischen, ja, aber es ist ein Modell, ne? Das ist mir schon klar, ne? Ob wir wirklich, ob ich wirklich endlos so viele Leben haben oder so, das ist eine Projektionsebene, die mir in meinem Leben schon geholfen hat. Die ich gebrauchen kann. Und wodurch reift die Seele bei Hasselmann? Einfach dadurch, dass sie lebt. Dass sie inkarniert, dass sie dadurch, dass sie inkarniert. Ja. Und auch durch die Begegnungen mit anderen oder ja. Ja. Ohne? Oder ist das Essentielle, dass man sich mit anderen, dass man andere trifft? Das Essentielle ist die Inkarnation. Weil die Seele an sich aus einem Bereich ist, nicht aus dem Inkarnationsbereich ist. Die aus einer anderen Dimension ist. Und Inkarnation eben spezifische Möglichkeiten hat, ins Bewusstsein zu komplexer zu machen. Genau, und die Seele wählt für jede Inkarnation nach dem Modell von Wada Hasselmann eine Lebensaufgabe und eine bestimmte Matrix sozusagen von Konstellationen, die geeignet erscheint, diesen nächsten Schritt zu gehen auf dem Weg der Reifung. Also als bewusste Entscheidung vor der Inkarnation. Ist das nicht auch so im Hinduismus, vielleicht sogar Buddhismus, der Monja, da kennst du dich mehr aus, und Daniela? Na, ich frage mich gerade, also die Seele beschließt, eine bestimmte Aufgabe zu lösen in der Inkarnation? Nicht so konkret. Sie hat ein Thema. Mhm. Weil da ist immer ein Faktor dabei, ein Unsicherheitsfaktor dabei, was wirklich da geschieht. Ne? Aber es ist ein Thema da. Mhm. Und das stimmt schon für mich. Ich sehe schon, dass in meinem Leben Themen gibt, die es bei euch jeweils unterschiedlich ist, die bei euch anders sind. Oder wie du hast mal gesagt, Monja, du hast mal gesagt, ach, du hast den Eindruck, in diesem Leben geht es für dich auch ein bisschen auszuruhen. So was hast du mal gesagt. Ja, habe ich gesagt. Das ist ein bisschen ein Lebensthema. Das ist definitiv nicht mein Lebensthema. Da kann ich drehen und wenden, wie ich will. Das ist nicht das Thema meines Lebens, dieses Lebens. Das, ja, aber ich, wie soll ich das sagen? Also es gibt natürlich die Herausforderungen, aber ich merke, dass ich in diesem Leben eine Art habe, auch so wie ich eben die Wilber-Landkarte dann gern einsetze, dass ich eine gewisse Distanz, darum ist auch der Buddhismus für mich, also von der Emotionalität mich zu befreien, von einer überschießenden. Also wenn ich sage, ich habe eine Inkarnation zum Ausruhen, also es gibt schon genügend Dinge, wo andere sagen, um Gottes Willen, was tust du dir alles an? Aber ich empfinde es nicht so. Also ich glaube auch, der Zugang zur Realität ist eben ja, von der Persönlichkeit geprägt und halt immer anders. Aber ich frage mich also wirklich, ob die Seele, also wenn sie sagt, ich habe dieses Thema, kommt man da nicht von selber auch vielleicht drauf, was für ein Thema man hat? Was für ein Muster man hat? Wenn es aus der Seele heraus ist, dann kannst du ja im Prinzip nicht mehr sagen, dass du von selber drauf gekommen bist. Dann ist es einfach immanent. Ja, wie unterscheide ich mich von meiner Seele? Also, ja, gar nicht. Eben, ne? Ja, doch. Also, ja. Obwohl ich, da ich ja jetzt doch ein reifes Alter erreicht habe, habe ich mich irgendwann so, weil ich doch immer ein bisschen nach vorschaue, habe ich dann begonnen, mich zu fragen, was nährt die Seele? Also allein der Begriff des Nährens
war mir wichtig, weil offensichtlich war meine Seele irgendwie hungrig. Aha. Nach etwas. Und zum Beispiel die Gespräche mit Frauen nähren sie. Das ist mir also klar geworden. Und wir hatten ein wunderschönes Gespräch die Woche schon mit einer Frau, die also völlig erstarrt war durch die derzeitige Politik in den USA und die einfach auf die Zauberdinge vergessen hat, die sie ja auch zu besitzt, um sich aus der Erstarrung zu holen, die sie auch anderen weitergibt. Und im Gespräch kam das dann plötzlich, erinnerte sich wieder daran. Und das sind also Dinge, die meine Seele nähern. Also da bin ich dann ja, sehr froh und glücklich, dass das möglich ist. Auch da habe ich wieder den Umgedrehten. Für mich würde ich sagen, meine Seele nährt mich, indem sie dazu hinführt, dass ich in Situationen komme, die meine Persönlichkeit nähren. Die mich, die Marirus nährt mit allem, was ich bin, Körper, Seele, Geist. Es scheint, wir haben eine unterschiedliche Haltung zur Seele. Ja. Mein Eindruck ist, das ist gar nicht verschieden voneinander. Also es ist nur, von wo ich starte, zu betrachten. Also für mich, ich kann zu beidem, was ihr gesagt habt, ja sagen, in meiner Erfahrung. Die Seele nährt mich, aber je mehr es mir bewusst wird, diese Verbindung oder dieses immer verbunden sein, desto mehr sorge ich auch dafür, dass ich nähre in meinem Tun. Oder also mir wird bewusst, ich habe einen Willen in dieser Existenz, eine Entscheidungsfähigkeit. Ich kann die ja ausrichten. Sodass es wie ein, dass es dieses Reifen vielleicht ist wie ein mit wachsendem Bewusstsein zu erkennen, dass es an sich nur verschiedene Formen sind. Also des einen, des, von Geist oder Gott. Also diese inkarnierte Daniela in ihrem Tun und in ihrem, ich sag mal, Scheitern und die Seele, die durch mich hindurch, also meine Seele oder wenn es sowas gibt wie eine persönliche Seele oder eine Seelenfamilie. Und darin dann immer wieder dieses Abstimmen miteinander. Das ist, je besser das gelingt, wie wenn man aus, wie soll ich sagen, wie wenn es aus einem kommt, dieses, das Sprechen oder das Handeln oder das Fühlen, das ist vielleicht die Reifung. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mir das als Mädchen bewusst war. Wenn ich kann heute meine Seele fragen, wonach sie sich sehnt, und dann sagt sie mir so Dinge wie Purzelbäume rückwärts. Nee. Oder sie sagt mir Dinge wie, also dann auch ganz, ganz bewusst meine echten, also Dinge, die mir wirklich gerade als Daniela mangeln, wie Umarmung oder, also es kommen verschiedene Antworten. Manche sind ganz nah an der Existenz, an der Inkarnation und andere sind ganz luftig, ganz frei, ganz schöne Bilder. Deswegen. Also vielleicht reift die Seele mit dem Bewusstsein. Das heißt, ja, ich wollte die Daniela noch fragen. Du führst also Zwiegespräche mit deiner Seele? Ja. Und begonnen hat das an sich mit einer Selbsterforschungspraxis, also ein bisschen nach Almas, wo andere mich fragten. Und irgendwann habe ich gedacht, kann ich ja selbst auch tun. Ja. Ich habe das vielleicht fortgeführt. Aber es ist nicht immer, nicht regelmäßig, aber ab und an. Heidi, du auch? Ich wollte gerade fragen, was genau sie macht, welche Fragen du dir stellst. Für mich ist das noch immer ziemlich konfus. Auch was bedeutet, ich werde genährt von irgendwas. Ich kann ganz deutlich erkennen, wenn ich im Flow bin oder wenn ich mich erfüllt fühle. Das kann sein nach solchen Gesprächen oder auch innerhalb von solchen Gesprächen. Oder auch, was ich festgestellt habe, jetzt wo wieder Frühling und Sommer kam, wenn ich rausgehe und an Rosen schnipple oder irgendwas im Garten mache. Und selbst wenn es anstrengend ist, da habe ich so eine
Urfreude irgendwie, obwohl wirklich ist manchmal sehr anstrengend und ich habe eigentlich keine Lust, das alles machen zu sollen, aber trotzdem ist das so eine, ich habe kein richtiges Wort, es ist keine Begeisterung, aber es ist irgend so was Tieferes, so ein Gefühl von Verbindung zu dem, was ich tue. Und jetzt die Frage dahin, ist es sowas, Daniela? Was du darunter verstehst, Pneumonia eigentlich mehr, du sprachst von der Seele nähren. Ist das sowas, was du meinst? Das hat vor allem, also für mich hat es vor allem mit Bewusstheit zu tun. Wenn ich bewusst bin, dann ist meine Seele zufrieden oder jedenfalls habe ich das Gefühl, dass ich meinem, um jetzt mit der Marie-Rose zu reden, dass ich meinem Sinn folge. Wenn ich übersetze, dann sei es also auch, was andere vielleicht schwer ausdrücken können, auch dann bin ich. Also das ist der Sinn, den ich meiner Inkarnation geben kann. Die Seele, also ich weiß nicht, ob die Seele hungrig ist. Oh ja, wenn sie hungrig ist, dann bist du nicht im Flow. Dann bist du nicht im Flow, wenn sie hungrig ist. Marie-Rose, du haust dich ab. Ja, das Gespräch, ja. Diese Fragen, die sind irgendwie, ja, wir sind nicht in einem System drin. Und das ist jetzt heute besonders spannend. Wir switchen zwischen ganz unterschiedlichen Systemen hin und her und das gibt so eine leichte wolkige Energie irgendwie für mich im Moment, ja. Welche Systeme? Die Definition, die Daniela für sich für Seele gibt, die Definition, mit der ich von Seele lebe, die Definition, die, was hat, hast du auch? Heidi, das war unklarer bei dir, Monia, habe ich die Definition auch unklarer erlebt, was Seele ist oder ganz anders, als was ich darunter verstehe. Also für mich ist es auch ein gutes Gefühl oder ich fühle mich lebendig, ich fühle mich richtig angekommen in meinem Leben, weil ich den Eindruck habe, ich bin in Kontakt mit dem, was ich Seele nenne, wenn ich bin in Kontakt mit meiner Seele. Ich höre, was da als ins Leben gebracht werden will durch mich. Und da setze ich eben den Begriff Seele drauf, von woher da etwas kommt. Seele als Zwischenstation zwischen absolutem Bewusstsein oder also absolute Dimension, aus der irgendwo alles kommt. Aber da gibt es so einen individuellen Strang, etwas Individuelles, so eine Zwischenstation, die Seele, die ich Seele nenne und meine Seele. Mir geht es gut, wenn ich in Kontakt bin mit meiner Seele. Und dann denke ich, meine Seele geht es auch gut, dann nähre ich sie und sie nährt mich, wenn man die mit dem Begriff nähren operieren will. Oder dann entwickelt sie sich und ich entwickle mich. Oder entwickeln, wie hast du eher? Ich werde umfassender. Von der Bewusstheit her. Und sie wird umfassender. Und das bringen wir rein in den großen Pool von allem, was da ist oder nicht ist. Da kommen bei mir eben wieder Fragen. Das heißt, die Seele ist was Individuelles? Für mich ja, aber nicht unbedingt ja. Das heißt, wir haben im Moment, wie viel? 8 Millionen Seelen auf der Erde rumtappen. Nicht ganz, oder? Ja. Und wieso waren es früher so wenig und jetzt sind es plötzlich so viele? Wie haben die sich denn vermehrt? Von irgendwoher, wie es auch im Ursprung war, sind irgendwann nochmal welche dazugekommen. Neue Seelen.
Das heißt, nicht die Menschen kommen dazu, sondern die Seelen kommen dazu und suchen sich dann den dazugehörigen Menschen aus? Dann Menschen aus, ja. Dass nicht alle gleichzeitig zum ersten Mal hier waren, oder sieht man vielleicht daran, dass eben nicht alle gleich entwickelt sind, nicht alle gleich große Bewusstheit haben? Ja, das macht schon Sinn für mich, aber wie sich denn die Seele vermehrt, das ist jetzt gerade so ein bisschen, wo ich drüber nachdenke. Also, wenn man das mehr als Energie, als kollektive Energie verstehen würde und nicht so als Einzeldings, dann würde das für mich mehr Sinn machen. Das sehe ich auch so, dass etwa, dass es Fragmente einer kollektiven Energie ist. Die sich dann entscheidet, in mehr Teilchen sich aufzusplittern, ja. Nur in so wenige. Das macht mehr Sinn, ja. Ich habe auch mit dem Begriff der Seelenfamilie, hat mir also sehr wohl getan. Ja. Das, und irgendwie funktioniert das auch. Also wenn ich irgendeine Information brauche, dann wende ich mich an die Seelenfamilie und dann schlage ich irgendein Buch auf und da ist die Antwort. Ja. Aber das kann natürlich auch nur sein, weil ich so viele Bücher schon gelesen habe, dass ich und so weiter und so weiter. Also das ist kein Beweis für irgendwas. Nee. Beweise werden wir wohl auch nicht finden. Aber es tut gut. Also da denke ich mir, wunderbar. Und auch wenn ich Zweifel an anderen Dingen und anderen Behauptungen habe, die Seelenfamilie hat mir sehr gut getan, ja, wie ich von der gelesen habe. Und zufällig haben sich 5 Bücher von der Hasselmann plötzlich auf meinem Regal gesammelt. Wie die alle hingekommen sind, ich weiß es nicht. Hat die Seele da ihre Hand mit im Spiel gehabt oder wie? Wahrscheinlich, ja. Aber es war irgendwas, worüber ich, ja, ich bin einfach ein neugieriger Mensch und das war noch ein Gebiet, wo ich nichts wusste, wenig wusste. Das finde ich jetzt lustig. Und zwar, wenn ich einen Parkplatz vom Universum bestelle und der ist dann da, ist es das Universum oder ist es die Seele? Wenn die Bücher dann die Seele dich aufs Regal stellen. Ich glaube, das ist purer Aberglaube. Ja, und das ist etwas, das eben auch da ist. Ne? Und es funktioniert, sage ich. Kann. Es funktioniert. In beschränktem Maße, aber Glaube ist, gehört mit zum Leben dazu und kann wirksam sein. Meine Tochter macht das auch mit dem Parkplatz. Das funktioniert auch immer bei ihr. Aber, ja. Ich glaube nicht, dass es Aberglaube ist. Also, magisches ist Denken. Magisches Denken, ja. Und magisches Denken. Ja, aber auch eine Art von Magie. Ja, also eine Art von Anziehung und denke ich schon. Also es ist nicht nur was Unmögliches, denke ich. Ja. Ja, das ist ja eine Bewusstseinsstufe. Also das ist ganz klar. Ja. Ich habe wo man in die Felder hineingeht von anderen. Habe ich euch eigentlich erzählt von der Schamanin, die mir Dinge gesagt hat? Ich war ja in Südafrika und da hatten wir so eine Session mit der Schamanin. Habe ich euch nicht erzählt? Nein. Das war ganz spannend. Also die wurde übersetzt ins Englische von jemandem, die wir kurz vorher erst mit in den Bus genommen haben. Und das Erste, was sie mir sagte, dein Mann ist gestorben. Und das Nächste, also dachte ich nur schon einmal, ups, wie kann die das wissen? Ja, dann sagt sie, die arbeiten damit so Steinchen und Würfeln und Muscheln und Knöchelchen und sowas, sagt sie, das will sie mir gar nicht beibringen, denn ich sei noch viel zu sehr verwirrt, sozusagen, von diesem Ereignis. Das Nächste, was sie sagte, du willst dein Haus verkaufen. Ah, okay.
pass auf, der das kaufen will, macht dir einen Haufen Trappe und sieh erst, dass das Geld auf der Hand ist. Mhm. Ich habe noch niemanden, der es kaufen will, aber das nehme ich durchaus ernst. Dann hat sie noch gesagt, und du bist nicht gesund, du hast in deinem Bauch Krämpfe und alles Mögliche. Und all das stimmt. Ja, und total. Und wie kann sie das wissen? Ich sollte Fragen stellen. Sie hat nicht immer auf die Fragen geantwortet, die ich gestellt habe, genau. Aber in Deutsch. Also Deutsch konnte da wirklich keiner. Und ich denke, das ist eine magische Ebene, in der sie arbeitet. Aber es ist real. Es ist kein Aberglaube. Ich denke, in Felder hineingehen, wo sie was sehen können und wo sie was spüren können oder weiß der Teufel, was es ist, übersetzen können. Aber ich war total platt, als die mir die ganzen Sachen sagte, die absolut stimmen, ja. Mhm. Und es wirklich nicht wissen kann von niemandem. Und insofern bin ich da ein bisschen vorsichtig. Und was ich gerne erforschen würde, ist, wie man wieder zu diesen Fähigkeiten kommen kann, in diese Felder hineinzutauchen. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen könnte, aber das würde mich jetzt interessieren in meiner Lebensphase. Ich versuche mich jetzt zu erinnern, ob das in diesem Gronau-Buch ist, dass es durchaus also magische Phasen, Möglichkeiten gibt, wo alles sofort auch sich realisiert. Aber nicht letztlich auch nicht zielführend ist, dass du dich auf diese Dinge verlässt. Ich glaube, es war der Gronau. Das nenne ich magisches Denken. Aber was du jetzt erzählt hast, Heidi, würde ich nicht unter magisches Denken verorten. Obwohl vielleicht in der magischen Phase die Leute tatsächlich auch so verbunden waren, aber sondern das ist Intuition, das ist wirklich in Kontakt treten mit einem größeren Feld als ich bin und Wissen haben aus einem größeren Feld als ich bin, würde ich nicht magisches Denken nennen. Ja, und ich würde das Auto Parkplatz suchen auch nicht magisches Denken nennen, denn das kann ein Feld sein. Ich sage ja nicht, ich will den Parkplatz. Kann beides sein, ja. Es kann ja eine Verbindung sein mit jemandem, der dann gerade wegfährt oder weiß der Teufel was. Ne? Mhm. Also für mich ist das nicht wirklich abzutun als magisches Denken. Abtun ist vielleicht falsch hinübergekommen. Ja. Mir ging es nur um die Bewusstseinsstufe. Ne? Aber Felder, da wissen wir ja noch viel zu wenig, also wie wir uns in Feldern bewegen. Und ja. Und im Allgemeinen wird magisches Denken, das ist magisches Denken, wird es als negativ gesehen oder als unrealistisch und als wärst du ein bisschen bekloppt, so, wenn du an sowas glaubst. Aber ein Teil der Fähigkeiten lassen sich ja wirklich üben, praktizieren. Also jetzt beispielsweise beim Heilen diese Verbindung mit einem Körper und damit auch mit einem bestimmten Schmerzpunkt oder mit bestimmten Phänomenen. Das ist ja etwas, was so ein Stück, also in dem Moment, wo ich so einen Teil von mir loslasse, kann ich mich darauf einstellen und kann das wahrnehmen, wenn ich das als einen Übungsweg nehme. Und Schamanen wählen bestimmte Zugänge, bestimmte Verbindungen mit Feldern, mit Menschen, wie eine Art Zusatzinformationsquelle. Und ich sehe das eher so, dass wir halt bestimmte Dinge magisch nennen, weil wir sie in dieser Zeit kennengelernt haben. Aber die Fähigkeit als solche, diese Wahrnehmung zu trainieren und dann auch zu interpretieren wissen, das sehe ich gar nicht zwingend als etwas Früheres oder Altes, sondern als vielleicht nur nicht eingeübt oder nur von wenigen geübt. Und ich frage mich, wenn wir über magisches Denken sprechen, ob wir denn jetzt zum Beispiel Tarotkarten legen könnten und die Frage stellen, reift die Seele? Also ich habe heute Morgen mal so online Tarotkarten gelegt. Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Ich fand das einfach witzig und bin auf irgendeiner Seite gelandet und habe dann verschiedene Fragen gestellt und ausprobiert, bis ich dann kapiert habe, was das System da gerade so tut und dass da nicht alles sauber programmiert ist, nach meinem Wissen über Tarotkarten. Aber ich frage mich jetzt, könnte sowas gehen? Also könnten wir so eine Frage wie die, die wir hier bewegen, einem Medium stellen, das Karten legt zum Beispiel? Oder ist diese Frage so wenig konkret? Oder braucht es dann die Definition des Wortes Seele?
Wisst ihr, was ich meine? Also wie gäbe es andere Zugänge, magische Zugänge zu unserer, um unserer Frage nachzuspüren oder auf die Schliche zu kommen? Ich werde es heute Abend mal ausprobieren. Und mal sehen, ob ich da überhaupt, ich bin nicht gut im Interpretieren. Ich lese halt dann in dem Büchlein und denke mir so meinen Teil. Aber ja. Also mich beschäftigt es immer noch, Heidi. Diese Schamanin wurde als Unterhaltungsprogramm der Reise. Oder was war das? Wie ist die da inkludiert worden? Die Reise war ja zu den Levels of Development. Und wir sind dann in das Dorf gefahren. Und da waren 3 oder 4 Schamaninnen. Mhm. Und da hatten wir mit wunderbar bunten Kleidern. Und da hatten wir die Möglichkeit, da eine Sitzung, Fragen zu stellen. Ich habe viel zu wenig Fragen gestellt. Ich hätte viel mehr Fragen stellen können, weil ich auch reingegangen bin. Naja, was ist das jetzt eigentlich? Ja, ja, machst du halt mit. Das Angebot ist da. Es ist nicht teuer. Und naja, und so. Und dann sagt mir diese Sachen. Ja, und da war ich so platt, dass ich hätte mehr fragen können. Das ist die erste Erfahrung, die ich in der Art und Weise habe. Ja, und hat mich wirklich einigermaßen... Also welche Frage ist offen, Heidi? Frag uns. Ja, du bist... Die Frage, sagen wir mal jetzt, ich komme wieder auf was ganz was anderes. Liest die da mit meiner Seele? Oder was liest sie da? Nicht in, auf der tiefen Ebene nicht. Sie hat auf einer konkreten Ebene gelesen. Ja. Also mich als Mensch gelesen. Ja. Und meine Emotionen gelesen. Ja. Du bist stumm, Daniela. Danke. Alles, was du beschrieben hast, waren auch sehr konkrete Wortschilderungen von ihr. Also Greifbares. Krämpfe im Bauch, das Haus und das Geld. Also sehr grobstofflich. Alles. In den Beschreibungen. Also es gerade deswegen hat es mich so erstaunt, ja, weil wir ja doch normalerweise denken, ja, das Grobstoffliche, ja, das können sie ja nicht wissen, ja, so. Wo wird das her? Aber gerade das Grobstoffliche, glaube ich, hinterlässt die meisten Spuren, die man dann lesen kann. Glaube ich. Ich das noch nie so versucht. Daniela, kennst du deinen Übungsweg? Kennst du Leute, die das unterrichten? Welchen, wie meinst du jetzt das Sehen, das Lernen zu sehen, zum Beispiel? Diese Felder zu tappen. Also ich meine, ich habe schon mal Kurse und sowas gemacht. Das schon, aber die dir helfen, diese Fähigkeiten besser zu entwickeln. Also ich selber bin in einem Heilerkreis seit einigen Jahren und da kann ich jetzt nur davon berichten, wie eben meine Fähigkeit über, also was mir noch ein bisschen fehlt, sind anatomische Kenntnisse, die sollte ich mir jetzt kognitiv auch noch ein bisschen verbessern, aber so, dass ich einfach beim Handauflegen bestimmte Unterschiede von Energien spüre und auch verschiedene Farben sehe, das hängt davon ab, wie oft ich übe und praktiziere. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da unheimlich talentiert bin oder viel mache, aber ich habe einfach festgestellt, dass sich das verändert, je mehr ich es tue. Also das sozusagen, das wird wie eine, die Wahrnehmungsfähigkeit wird erweitert. Wie ich so normal, wenn ich was anfasse, warm und kalt spüre, spüre ich dann irgendwann, spüre ich eben tiefer in den, im Gewebe etwas. Also ich spüre es dann oft mit Temperaturen und ich sehe Farben zusätzlich zum Beispiel. Ich kann jetzt nicht sagen, also das, wie ich es lerne, ist eher ein Freimachen von. Also das ist nicht ein, du musst das und das tun, sondern es ist ein, verbinde dich mit Geist und es geht eigentlich nur durch dich durch. Und also es ist eher wie ein Wegnehmen von mir, ein Zurücktreten und letztlich nur ein Kanal sein. Ja. Und dann die Information eben, die
die ich jetzt in dem Fall so bekomme, und andere sehen wirklich Farbauren in großem Stil oder nehmen Töne wahr, also auch dann, also es ist sehr verschieden, was die Heiler und Heilerinnen, welche Kanäle das dann öffnet, ja, oder welche miteinander da sind, und dann geht es um das Interpretieren. Das ist wie beim Kartenlegen, würde ich sagen. Also dann gibt es eine Interpretation und es gibt Wahrscheinlichkeiten auch irgendwie. Und dann beim Heilen ist es so, dass ja dann letztlich auch ein Ausgleich stattfindet, also in dem einfach eine Energie in Anführungszeichen fließt. Und dann ist es eher eine Frage, ist es wie eine These oder eine Hypothese? Und wenn es dann wirkt, dann ist es, das ist eher das Lernen aus der Wirkung. Aber wie gesagt, ich bin da nicht viel am Praktizieren. Und aber mir ist eben klar geworden, da gibt es etwas, was ich nicht logisch verstehe und auch gar nicht verstehen will. Ich habe da die Frage, wer tut das dann? Bist du das oder ist das deine Seele? Also es ist, ja, also es ist nicht, es ist auf jeden Fall nicht das Ego, das die dann die kleine Daniela, es ist die Seele. Also ich spüre eine Verbindung zu den Menschen. Ein wie gemeinsam in der Welt sein. Also da ist eine Verbindung da, aber es ist jetzt auch nicht am helfen wollen. Also manchmal hat man, also es ist nicht ein Helferinstinkt, sondern es ist eher, weil man ohnehin mit über alles miteinander verbunden ist. Es ist eher wie ein Zusammenstellen oder sich mit der Einheit verbinden, würde ich sagen. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, ehrlich. Ich versuche gerade Worte zu finden. Aber es ist nicht so, oh, jetzt werden wir alle Einheit und daraus ziehe ich, sondern es ist echt ein Zurücktreten von einer Absicht. Also in die Absichtslosigkeit zu gehen und auch nicht in das Werten zu gehen. Es ist ähnlich wie ein nicht wertender Geist. Und ist das die Seele? Vielleicht. Gleichzeitig würde ich eher sagen, dann würde ich eher sagen Seelenfamilie. Ich kann es nicht logisch erklären, aber ich würde es eher wie eine Familie bezeichnen, in der eine Verbindung ist. Es ist nicht eine Einzelseele von mir. Ja, habe ich noch nie nachgedacht. Danke für die Frage. Ja. Es ist ja letztlich, was wird geheilt? Weil du sagst, dass du bist im Heilerkreis. Also was wird geheilt? Ist es der Körper? Ist es die Psyche? Ist es das Feld, im Feld etwas? Also der Begriff heil werden. Da ist ja in dem Moment nicht wirklich Thema dann, wo das stattfindet. Also was ich so die. Aber sag mal, ich hab eher, dass man die Hände als diagnostische Möglichkeiten, wie du eben sagst, wenn man über einen Körper streicht, dass man sieht, dass da plötzlich ein Loch ist. Also sieht, also spürt. Das habe ich, als ich noch im Samadhi-Dank begleitet habe, die Leute, wenn sie rausgekommen sind. Aber das habe ich nie gelernt. Das ist einfach, habe ich immer mitgebracht, offensichtlich in dieser Inkarnation. Aber ich habe dabei nicht einen Anspruch gehabt, etwas zu heilen, sondern man hat möglichst versucht, also das Ganze zu harmonisieren oder so in dieser Art. Ja. Also der Zusammenhang vom Körper, der Somatisierung und wie komme ich an den Körper heran, ist also sicher schon sehr gut erforscht worden, wenn ich das also so zurückschaue, was ich am Material auch so kenne. Aber das hat mit der Seele nichts zu tun. Also wir wollten ja eigentlich über die Seele sprechen, fällt mir wieder ein. Gibt es Heiler beim System der Hasselmann? Gibt es Heiler? Ja. Maria-Rosa, bist du? Ja,
eine Seelenessenz, die erste Seelenessenz, nennen Sie heilen oder helfen. Heilen, ja. Und von dieser Seelenessenz gibt es eben auch eine Angst, die der zugehört und ein Lebensziel und ein Reaktionsmuster, das alles kann auch Einser Energie haben. Ja. Von daher, die nennen es halt als eine Energie von sieben, wenn man diese siebener Typologie nimmt, dass da Heilerenergie eine Energie ist. Mich würde jetzt nur noch von der Daniela interessieren, warum hast du dich dem Kreis angeschlossen? Was hat dich bewogen? Es hat mich bewogen. Etwas ganz anderes. Mich einfach zur Verfügung zu stellen, glaube ich, für etwas ganz anderes, was möglichst keinen Kopf braucht. Ich würde so sagen. Und dann auch über Freundschaft einfach. Also es ist einfach über eine Freundin auch entstanden. Das ist auch eine freundschaftliche Verbindung. Ja. Und wenn ich jetzt nach der Warta Hasselmann gehen würde, dann habe ich keine also bin ich nicht in der Hauptessenz eine Eins. Also ich bin keine Heilerin von der Hauptenergie nach der Matrix. Sondern. Wie hast du das festgestellt? Oder hat sie dir das gesagt? Oder? Nein, noch nicht. Also ich weiß es nicht, aber mir sagen mehrere, unter anderem Marie Rose, dass ich eher eine Priesterqualität habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß auch nicht. Es ist recht stimmig. Also wenn wir jetzt über Seelenaufgaben oder Seelenessenzen nachdenken. Mhm. Ich weiß es auch nicht. Ich hinterfrage das gerade sehr. Ja, ich glaube schon, dass die Begriffe, die Hasselmann geprägt hat, schon für Seelenqualitäten typisch sind. Also das ist sicher gut gewählt. Ich denke schon auch, dass es ein abgerundetes System ist. Eine 7x7er Typologie, ne? Die sehr kongruent in sich ist. Aber trotzdem habe ich wirklich Einwände, dass jeder hat eine Nummer in der ganzen Familie und jeder in diesem, also das ist, nein. Okay. Aber gut, man muss ja nicht alles. Also da gibt es ja auch ein paar Ausnahmen. Da gibt es ja die so oft, es gibt diese Ausnahme der, was sind das, die sehr alten, nee, die ganz reifen Seelen, die die alten Seelen in der siebten Inkarnation oder so. Da kann es sein, dass du ganz ohne dass deine Seele weiß, auf was sie sich einlässt, inkarnierst. Das wäre das fünfte Seelen, das Alt-Fünf. Alt-Fünf, genau. Die fünfte Stufe der alten Seele. Also sagen sie, ist ein Seelenalter, wo man kein präzises Ziel hat, sondern den Weg, man geht den Weg, ohne zu wissen, wohin er fährt. Ist ein. Ich genau. Finde immer wieder Menschen, wo ich sage, hey, das passt für den. Ne? Bei anderen, also, ja, das passt für den anderen. Also dieses Konzept von der Warta Hasselmann bietet. Ich sage jetzt Konzept oder diese Struktur bietet zumindest eine Hilfe, um sich selbst zu verorten und auch um diese Frage, reift die Seele und was wäre der nächste, was ist sozusagen der nächste Schritt? Ja. Dafür ist es sehr dienlich. Ja, finde ich auch. Gibt es noch andere Systeme, die so ausgearbeitet sind? Ich finde es auch total ergänzend zur integralen Landkarte. Es deckt andere Bereiche ab oder hat eine Anwendung für andere Bereiche. Für Bereiche. Ja, ich finde es schon die komplexeste Typologie, die es im Moment gibt. Ich kenne das, allerdings kann ich jetzt nicht mit dem Enneagramm, was ja viel im Integralen gebraucht wird,
da bin ich nicht wirklich in die ganz Tiefe eingestiegen. Da kenne ich so oberflächlich und weiß so meine Fixierung, aber ich bin da nicht wirklich in die Tiefe eingestiegen. Aber die Hasselmann, die finde ich ähnlich komplex wie Astrologie. Und Astrologie finde ich auch extrem komplex und extrem hilfreich, wenn man wirklich da diese ganze Komplexität ins Auge fasst. Und sie stellt eine Beziehung her, weil wir das vorher hatten, zwischen Seele und Psyche. Ja. Weil es ganz klar immer um die Ängste auch geht. Ja. Und das ist hochinteressant. Und dann eben auch die jeweiligen Themen der Polaritäten, in der ich mich bewege. Die Polaritäten, ja, zum Beispiel. Die das ist also auch noch ein spannender Aspekt, weil es sozusagen nicht rein über eine Reifung von Seele geht, wie es manche spirituelle Traditionen haben, die dann wirklich nur diesen Weg des Aufwachens beschreiben, sondern es ist einfach in sich eine Verknüpfung aus Aufwachen und Aufwachsen im System und Typologien. Also ich finde es schon auch spannend. Ja, sonst hätte ich nicht 5 Bücher, aber egal. Ich glaube, ich werde mich damit auch nochmal befassen. Ihr habt mich jetzt wieder inspiriert. Ich habe die 2 gelesen, aber es ist schon eine Weile her. Und ich habe auch ehrlich gesagt komplett vergessen, was für ein Typ ich bin. Marie Rose, du kennst das ja so gut. Ja, würde ich schon sagen, dass du... seine Seelenessenz, die der Weisen, der Kommunikativen ist. Okay. Ich mache ja auch The Wisdom Factory. dass die Weisen, die 5er-Energie sehr stark bei dir ist. Mhm. Ja. Okay, ich werde es nochmal lesen. Jetzt im August habe ich Zeit. Was werde ich das machen? Super, ihr Mädels, wir sind mindestens eine Stunde schon unterwegs. Ja? Ja. Wollen wir einen Checkout machen? Was lässt die Seele reifen oder was lässt uns reifen, zusammen mit unserer Seele oder wie auch immer ihr das. Ja, wie auch immer. Also ich glaube, so Gespräche wie dieses lässt auch die Seele, nährt die Seele. Also bei mir zumindest nährt sie es. Oder die Seele nährt mich dadurch. Ja. Ob man durch Glück oder Freude oder absichtslose Freude oder durch Leid reift, ich glaube, letztendlich kommt es aufs selbe hinaus. Aber ist nur eine Theorie von mir. Ich danke euch jedenfalls für das Gespräch. Ja, ich fühle mich gerade sehr genährt und auch mit voller Fragezeichen und auch irgendwie noch mit dem Wunsch, was ist denn nun Seele, welche Definitionen haben wir denn hier bewegt? Also so eine Frage wie kann man überhaupt ein Gespräch führen über etwas so Unklares und gleichzeitig so Großes? Das ist so, lässt mich, glaube ich, ganz dankbar heute den Abend noch genießen. Ich danke euch sehr. Ich habe jetzt so, bei mir ist jetzt gerade im letzten Moment eben so ein Gefühl entstanden, hey, ja, für mich ist, ich habe so eine Sicherheit, was meine Seele ist und es ist gut, wenn ich damit in Kontakt bin, dass da ist etwas Kraftvolles, womit ich in Kontakt bin. Und das ist meine Seele und das hält meinen kleinen Körper und meine kleine Psyche und meine Persönlichkeit. Und ich bin da aufgehoben drin, ja. Ja, das ist sehr schön. Und ich bin Enya Typ 4 und der basiert auf Neid. Und wenn ich dich so reden höre, Marie-Rose, dass du weißt, durch Sicherheit mit deiner Seele, dann bin ich neidisch. Weil ich weiß es nicht so genau. Ich bin immer sehr am Zweifeln und hier und da. Und dann,
Aber solche Gespräche, wie wir es führen, die bringen mir immer neue Impulse und immer neue Zusammenhänge, wo ich denke, ah, das hast du ja noch nie gedacht oder das ist ja noch nie vorgekommen und die ich auch alleine nie ausdenken könnte. Und insofern bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ihr da seid und dass ihr mich vor allen Dingen auch in Themen, die mir nicht so vertraut sind, mir da so ein bisschen auf die Sprünge helft. Ja, okay. Dann vielen Dank und wir sehen uns dann im August hoffentlich.